Jede Reise beginnt im Kopf. Wir träumen von dem, was sein könnte, wenn wir rauskämen aus dem Gewohnten, wenn wir woanders wären. Wir träumen davon, wie es sich anfühlen würde und was sich dadurch verändern könnte, wenn wir dort wären, am Ziel dieser Reise. Aber viele kommen nie dort an. Viele kommen nicht weiter als zur Decke ihrer Gedanken. Die Reise bleibt in ihrem Kopf. Für immer. Sie wird nie Realität. Viele bleiben stehen. Denn jede Reise beginnt auch mit einem ersten Schritt. Einem ersten kleinen Schritt, der noch nicht viel verändert. Aber dem ersten Schritt folgt ein zweiter. Dem zweiten folgt ein dritter. Schritt für Schritt für Schritt geht es vorwärts. Jeder Schritt kein Riesensprung für sich. Aber in ihrer Gesamtheit, alle Schritte gemeinsam, entfalten sie eine gewaltige Kraft, eine Abenteuerlust, ein Erfolgsmomentum. Durch die Kraft von kleinen Schritten wird das, was mal als utopischer Traum im Kopf begann, plötzlich Realität. Und der Weg mit seinen kleinen Schritten wird Teil vom Ziel. Steps, kleine Schritte, die gemeinsam große Wirkung entfalten. Gott möchte mit dir und mit mir und mit uns gemeinsam dieses Jahr Schritte gehen und wir sind so gespannt drauf und wir freuen uns so drauf und wir spüren von Gott, dass es Schritte sind, die manchmal vielleicht klein sind, die sich manchmal vielleicht unscheinbar, manchmal vielleicht sehr langsam anfühlen, aber wir vertrauen drauf, weil er uns das zugesagt hat, dass es Schritte sind, die bleibenden Einfluss hinterlassen werden. Und genau da sind wir letzten Sonntag mit unserem Vision Sunday zusammen reingestartet. Wenn du den aus irgendeinem Grund nicht gesehen hast, nicht dabei warst, hey, schau dir unbedingt nochmal den Videopodcast auf YouTube dazu an und lass dich einfach mit reinnehmen und werd Teil von dem, was Gott dieses Jahr tun möchte. Und mich berührt dieser Clip immer wieder und begeistert mich und motiviert mich. Und wir haben gesagt, so ein erster Schritt auf dem Weg zu den Schritten sozusagen ist, dass wir Gott Raum geben, dass er zu uns sprechen kann. Dass wir nicht einfach losrennen und machen, was wir denken, was gut ist, sondern dass wir Raum geben, dass Gott uns sagen kann, welche Schritte sind ganz konkret für mich und mein Leben dran und welche Schritte sind für uns als Kirche dran. Und da sind wir letzte Woche reingestartet und da wollen wir einfach heute und nächsten Sonntag ein bisschen drauf schauen, wie kann das konkret aussehen, dieses Raum geben für Gott, wie können wir von ihm hören. Und deswegen freue ich mich riesig, dass wir heute eine Dreierrunde haben mit ein paar wunderbaren Menschen, nämlich zum einen die Anina, die hier bei mir ist, und der Dave, beides wunderbare Menschen bei uns aus der Church. Und genau,
wir wollen uns heute einfach ein bisschen drüber unterhalten, wie kann das ausschauen, dieses Raum geben Gott und vor allem von ihm zu hören. Und das ist so ein Thema, ne? Wie kann ich Gottes Stimme hören? Ich weiß aus meinem eigenen Leben, das war nicht immer easy. Das war oft so eine Frage, oh, wie funktioniert das? Und ist das jetzt von Gott, ist das nicht von Gott? Dieses ganze Thema, und ich glaube, das ist für viele Leute auch eine Frage, und deswegen, da wollen wir halt einfach ein bisschen eintauchen. Und bin gespannt von euch, eure Erfahrungen, Gedanken dazu zu hören. Und ich hoffe, du bist es auch. Genau. Ja, aber ist ja vielleicht erstmal die erste Frage, ne? Wenn das Thema ist, wie kann ich Gottes Stimme hören? Kann denn überhaupt jeder Gottes Stimme hören? Redet er denn? Und kann jeder das hören? Oder ist das nur für einige auserwählte Menschen? Keine Ahnung, Alina, was sind deine Gedanken da? Ja, ich bin überzeugt davon, dass Gott mit jedem von seinen Kindern sprechen möchte. Ich finde, das impliziert einfach schon, wenn er sagt, hey, ich will dein Vater sein und wir die Kinder sind, das impliziert schon, dass er mit uns reden möchte. Weil ich habe selber Kinder und ich bin noch nie auf die Idee gekommen, nicht mit meinen Kindern zu sprechen oder zu sagen, okay, ich spreche nur mit der Älteren, weil die ist irgendwie besonders auserwählt oder so. Wow, ja. Also da bin ich definitiv überzeugt von, ja. Ja, dass er jeden meint. Er sagt auch in einem anderen Bild, das steht in Johannes 10, 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich bin der gute Hirte. Und da, das benutzt er einfach auch, wo er sagt, hey, jedes von meinen Kindern, jeder, der sagt, hey, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist, Jesus, ist ein Schaf und ein Hirte spricht mit seinen Schafen und die Schafe hören auf den Hirten, weil sie wissen, dass er was Gutes für sie hat und dass er den Weg kennt. Und wow, so, genau, glaube ich, dass er auch mit dir reden möchte. So cool. Dave, siehst du es auch ähnlich oder hast du da was zu ergänzen? Ja, also ich finde auch, dass Gott sagt ja von sich selber durch Jesus, wer sucht, der wird finden, wer anklopft, dem wird wird aufgetan werden. Und die Stelle, die hat in meinem Leben eigentlich so einen persönlichen Gottesmoment eigentlich geschaffen, weil ich habe so eine Zeit gehabt, wo ich Gott so ein bisschen fern empfunden habe und gesagt habe, ja, ich habe keine so persönliche Beziehung. Also gerade wenn du jetzt auch am Anfang stehst irgendwo und Gott noch nicht so kennst, dann lade ich dich wirklich ein, dass du auch diesen Step machst und Gott einfach suchst und fragst, Gott, wenn es dich gibt, dann sprich doch zu mir, offenbar dich mir. Und ich kann dir das nur empfehlen, er wird sich dir offenbaren. Wow, ja, also so gut, weil ich glaube, ich stimme dir voll zu, ich glaube, er will mit uns kommunizieren, das ist einfach sein Vaterherz, weil sein Anliegen ist, Beziehung zu uns Menschen und genau diese Ermutigung, sich dann herauszustrecken, ist so gut. Und selbst wenn du sagst, ja gut, Kind Gottes bin ich das überhaupt nicht, das kam mir einfach jetzt noch so im Nachdenken über das ganze Thema. Ne? Natürlich redet er zu seinen Kindern, das heißt die ihn eingeladen haben, angenommen haben als Vater, Jesus angenommen als ihren persönlichen Retter, den er, wie die Bibel sagt, seinen Geist geschenkt hat, kommuniziert er natürlich nochmal in eine andere Art und Weise, ein anderes Level, weil er in uns wohnt. Das erleben wir, das wissen wir von der Bibel. Aber trotzdem, so oft ist mir aufgefallen, hey, wie oft redet Gott selbst zu den Menschen, die zwar noch nicht seine Kinder sind, aber trotzdem seine geliebten Geschöpfe. Und ich denke, wir haben das schon erlebt, bevor wir ihn persönlich kannten, dass er zu uns geredet hat. Wir sehen es in der Bibel immer wieder, dass er zu Menschen spricht. Und die Frage ist eher, hören wir das Ganze? Ne? Aber ja, er möchte kommunizieren, auf jeden Fall. Genau, vielleicht, jetzt ist natürlich die Frage, also er möchte kommunizieren. Wie sieht das praktisch aus? Also, wie stelle ich mir das vor? Ist da jetzt eine laute Stimme, die plötzlich aus meinem Handy rausspricht? Oder wie kommuniziert Gott mit mir? Vielleicht ja, teilt ein bisschen eure Gedanken und Erfahrungen und wie ihr das erlebt. Es kann gut sein, dass er mal laut durchs Handy spricht. Also Gott hat Millionen von Wege wahrscheinlich, wie er reden kann. Also in der Bibel, so die berühmten Geschichten sind ja immer sehr eindrücklich, ja, wenn Gott plötzlich durch einen brennenden Dornbusch spricht oder durch Esel oder auf verschiedenste Wege, wo man denkt, so, okay, also sowas habe ich noch nie erlebt und irgendwie werde ich das vielleicht auch nie, aber ich glaube, dass Gott einfach ganz unterschiedlich spricht und auch ganz, ich sage es gern, natürlich übernatürlich. Also es spürt sich manchmal so natürlich an, wenn ich mit dir, Nathanael, rede und plötzlich sagst du was, wo ich merke,
hey, das spricht voll in mein Herz und ich merke, das, jetzt hat Gott eigentlich durch dich gesprochen, also hat einen Menschen dazu benutzt. Und das ist vielleicht ganz natürlich und oft auch so unscheinbar, dass wir vielleicht gar nicht merken, dass es jetzt Gott war. Und manchmal ist es eindrücklicher, wenn Gott zum Beispiel durch einen Traum redet oder ich in der Bibel lese und plötzlich springt mich wie so ein Wort an und ich merke, hey, ich habe die Stelle schon so oft gelesen, aber jetzt plötzlich spricht sie zu mir. Es kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Ja, also ich denke auch, also es gibt wirklich extrem viele verschiedene Wege, wie Gott redet. Und ich glaube, eine der einfachsten und leichtesten Wege, wie Gott so mir und zu dir sprechen kann, ist einfach, wenn wir in seinem Wort lesen. In Johannes Evangelium im ersten Kapitel heißt es, dass das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit als die eines eingeborenen Sohnes. Und Jesus ist dieses Fleisch gewordene Wort und im Hebräerbrief heißt es, wo es, dass das Wort lebendig ist und schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Und manchmal liest du so einfach einen Abschnitt vielleicht im Wort Gottes und auf einmal ist es, wie wenn das so lebendig wird für dich und für mich persönlich. Wow, das spricht mich jetzt an in meine Situation, das ist gerade so bam, passend wie die Faust aufs Auge, wie man so sprichwörtlich sagt. Und kann dir nur empfehlen, wenn du das noch nicht so machst, dass du wirklich Gott bittest, auch dir zu begegnen im Wort, dass der Heilige Geist dir das lebendig macht. Und ansonsten kann ich auch sagen, einfach ganz viele verschiedene Wege habe auch schon erlebt, durch Träume, durch Bilder mit anderen Menschen, die einfach einen Rat gegeben haben. Oder manchmal ist es vielleicht irgend so ein Gedankenimpuls, der dann einfach kommt, wo du denkst, das war jetzt nicht mein eigener Gedanke. Und ich glaube, da ist es auch gerade gut, wenn man eben weiß, wie spricht denn Gott oder wo passt es denn zusammen zu seinem Art und zu seinem Wesen, wenn du den vorher schon im Wort Gottes erkannt hast. Ja, so gut. Hast gerade schon gesagt, ein praktischer Weg, um das vielleicht einfach ein bisschen zu trainieren, wenn jemand da ist, sagt, hey, ich möchte mich danach ausstrecken, wie du es ja gesagt hast, ne? Ich möchte da mehr reinkommen, ich möchte es mal entdecken, mal erleben für mich, einfach tatsächlich mal die Bibel aufschlagen, auf jeden Fall gut. Habt ihr sonst noch praktische Tipps, Gedanken, wo ihr sagt, hey, so könnte ich, kann ich trainieren, die von Gott zu hören? Ich glaube, ganz wichtig ist einfach dem eben Raum zu geben, wie wir im letzten Sonntag auch schon gesagt haben, der erste Schritt, Raum zu geben. Und ich habe die Woche das selber so gemerkt, das ist manchmal gar nicht so leicht, Raum zu geben. Also auch wenn ich mir Zeit nehme für Gott, dann bin ich so in der Gefahr immer wieder, dann habe ich 1000 Sachen, wo ich beten kann und jetzt will ich irgendwie dich erleben und jetzt will ich, und ich merke, wie ich immer wieder was so am Machen bin. Und die Woche hat Gott in der Früh beim Bibellesen eben schon zu mir gesprochen und hat gesagt, hey, wenn du dich blind fühlst, dann warte auf mich. Und dann habe ich echt so in dieser Gebetszeit dann gesagt, okay, ich möchte jetzt einfach warten. Und warten ist so schwierig. Also ich finde das echt schwer. Und habe dann so gemerkt, ich war dann da und habe gewartet. Und dann sind wieder Gedanken gekommen, wo ich gedacht habe, ach, für das könnte ich beten. Nein, Anina, jetzt nicht, jetzt wart einfach. Und so ging das wirklich eine Dreiviertelstunde. Und ich habe gemerkt, ich möchte nichts selber jetzt produzieren. Und nach einer Dreiviertelstunde ist plötzlich so vor meinem inneren Auge wie so ein Bild aufgekommen, wo ich gemerkt habe, das ist jetzt gerade nicht von mir. Das ist nicht was, wo ich selber mir jetzt ausgedacht habe, sondern da will Gott mir jetzt gerade was zeigen. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, wirklich Raum zu schaffen und zu warten auch mal. Ich glaube, wir sind uns das nicht gewohnt für uns. Wir sind so eine Instant-Gesellschaft, ja, wir wollen was wissen, dann schauen wir kurz nach. Wir haben Hunger, fahren wir kurz zum McDrive oder was auch immer oder bestellen was. Und wirklich mal auch zu warten und das auszuhalten, dass vielleicht auch gerade mal keine Antwort kommt oder so. Und was für mich ganz essentiell ist, ist einfach auch einfach Gott zu suchen. Also ja, ich merke, dass auch ich immer wieder in der Gefahr bin, zu sagen, okay, ich will jetzt eine Antwort auf irgendeine Frage und manchmal geht es mir mehr um die Antwort als um den, der sie gibt. Wow, ja. Und,
und da einfach so das Herz irgendwie immer mehr danach auszustrecken, eben Gott zu suchen, sei es in seinem Wort, eben einfach bei ihm zu sein und Raum zu schaffen, ja, um einfach offen zu sein. Weil ich glaube, oft hören wir auch nicht, weil wir einfach zu beschäftigt sind. Und das können auch fromme Dinge sein, mit denen wir beschäftigt sind, die einfach ablenken. Genau. Oh, so viele Dinge. Also den Raum schaffen, aber vor allem auch, fand ich so einen wertvollen Gedanken, einfach die Person mehr zu suchen als das, was sie sagt letztlich. Ne? Nicht nur, ich brauche jetzt schnell meine Antwort, ich brauche jetzt schnell meinen Quickfix für irgendein Ding, ich will jetzt einfach nur schnell meine Sorgen irgendwie loswerden irgendwo, ne? So Müll deponieren, ich habe es ja bei Gott deponiert, ne? Sondern zu sagen, hey, im Mittelpunkt steht die Beziehung und die Kommunikation ist quasi ein Ding dafür oder eine hilfreiche Sache, aber ich kann auch Zeit verbringen ohne Worte theoretisch. Ne? Und ja. Das eine schließt das andere nicht aus. Also es passiert durchaus, dass Gott einen Blitzgedanken schenkt, wenn man ihn gerade braucht. Ja, dass man, keine Ahnung, in einer Situation, ich war zum Beispiel mal wirklich im tiefsten Tiefschnee allein, ich wusste keinen Weg, dieser Schnee stand mir bis zu den Oberschenkeln und ich musste jetzt entscheiden, gehe ich in die oder in die Richtung. Und wenn ich da 5 Stunden warten muss, bis Gott mir dann sagt, wo ich lang gehen muss, dann bin ich vielleicht nicht mehr da. Setz mich jetzt erstmal hin und warte. Ja, wirklich. Da war ich schon so verzweifelt, dass ich irgendwann gesagt habe, jetzt setze ich mich hin und das war's jetzt. Und in dem Moment hat Gott mir aber gesagt, ich soll nach links gehen. Und das war der Weg, der an den richtigen Ort geführt hat. Aber das gibt es durchaus auch, dass er sofort spricht und eben einfach gleich eingreift. Aber ich glaube, es geht so um die Grundhaltung, einfach wirklich ihn zu suchen und ihn besser kennenzulernen. Wow. Ja, ich glaube, das ist auch extrem wichtig, wirklich Raum zu schaffen. Manchmal habe ich so in der Vergangenheit erlebt, wo da habe ich so gebetet und irgendwie Gott auch vielleicht Fragen gestellt, aber ich habe mir gar keine Zeit genommen, auf eine Antwort zu warten. Und dann denkst du dir dann vielleicht so, hey, warum kommt denn nichts? Aber du hast ja gar keine Zeit und gar keinen Raum geschaffen, dass Gott überhaupt antworten kann. Das wäre so, wie wenn du mit jemandem reden würdest und du lädst so alle möglichen Sachen, Schachteln da ab, aber du wartest gar nicht, ob die Person antwortet, sondern gehst dann schon wieder weg. Und wie soll sie dann antworten können? Und ich glaube, bei Gott ist das auch. Er freut sich megamäßig, wenn du dich schon aufmachst und ihm Dinge bringst, die dich beschäftigen, Dinge, die dir wichtig sind, wie in der Freundschaft, aber nimm dir da auch Zeit, zu hören, was Gott antworten will. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt und wirklich auch so diese Beziehungskomponente, also so wie du das betont hast, Anina, das ist sowas Entscheidendes, dass wir eben nicht die Gaben suchen, sondern den Geber der Gaben. Ja, so gut. Ich glaube, manchmal haben wir auch vielleicht falsche Bilder im Kopf, wie das sein soll, dieses Reden. Also etwas, was mir so in den Sinn gekommen ist, ist, dass oft wird gesagt, ich hatte ein Bild zum Beispiel. Und ich glaube, dass vielleicht viele auch eine falsche Vorstellung davon haben, was ein Bild ist. Ja? Weil wir kennen das Bild, das an der Wand hängt. Und ich hatte auch noch nie so ein Bild. Ja? Sondern, hat Gott ein Bild mit der Post geschickt? Ja, genau. Ja. Und ich glaube, oft ist es einfach eher wie so vor dem inneren Auge eine Ahnung von einem Gedanken schon fast nur. Also ich glaube, es ist unterschiedlich ausgeprägt, weil wir Menschen auch verschieden gemacht sind. Manche haben, glaube ich, tatsächlich so farbige Bilder in ihrem Inneren. Ich habe das zum Beispiel nicht. Also bei mir ist es eher so eine Ahnung von etwas. Und da, glaube ich, ist oft so ein Knackpunkt, weil ich dann vielleicht mich hinsetze und denke, ich habe kein Bild und ich habe halt keine Bilder und Gott redet halt nicht zu mir. Und da möchte ich dich einfach ermutigen, so diese festen Vorstellungen vielleicht auch nochmal abzulegen, wie Gott redet. Mhm. Weil er das einfach eben auf so unterschiedliche Arten tut. Und was mir auch wichtig ist, ist, weißt du, jeder von uns hat Sinne. Ja, wir sehen Dinge, wir hören Dinge, wir schmecken und riechen und fühlen. Und genauso wie das im Natürlichen ist, haben wir das auch im Geistlichen. Also wir haben auch geistliche Augen und geistliche Ohren. Und das zu trainieren auch,
Und das nur schon mal wahrzunehmen, dass wir das haben und das Gott hinzuhalten und vielleicht echt nochmal dich drauf einzulassen. Wie trainierst du das konkret? Zum Beispiel kann ich wirklich sagen, okay, Gott hat mir eine Vorstellungskraft geschenkt und dann einfach mal die Augen zuzumachen, um mir was vorzustellen. Mhm. Vielleicht machen wir das gleich mal. Ja. Ja. Mach mal die Augen zu und stell dir vor, du stehst jetzt oben auf einem Berg und es ist so ein strahlender Tag wie heute. Du siehst den blauen Himmel, du siehst die Sonne scheinen, du stehst vielleicht neben dem Gipfelkreuz, das du sehen kannst und schaust so ins Tal runter. Siehst, wie der Schnee glitzert. Du spürst, wie der Wind so leicht vorbeistreift und die Sonne deinen Rücken wärmt. Genau, und dann kommst du langsam wieder zurück. Und allein das ist was, wo ich überzeugt bin, das hat Gott in uns reingelegt, dass wir uns Dinge vorstellen können. Ja. Und ich glaube, jeder hat eine Vorstellung von sowas, wenn ich sowas sage. Und ich glaube, dass Gott genauso das auch nutzt, um eben zu uns zu sprechen und uns Bilder zu schenken. Absolut. Jetzt nicht jede Gedankenreise ist gleich Reden Gottes, nee. Ne? Das ist auch klar. Aber einfach zu wissen, ja stimmt, das ist ja eine Gabe, die Gott mir geschenkt hat und die kann ich einsetzen und die kann er in mir inspirieren durch seinen Geist. Ne? Und gleichzeitig dann natürlich, okay, wenn Gott was redet oder vielleicht auch jemand anders kommt und sagt, okay, ich hatte ein Bild oder ich hatte einen Eindruck oder ich hatte einen Gedanken oder ein Wort oder ein Bibelvers für dich. Wie gehe ich dann damit um, Dave? Was denkst du? Also ist es dann, muss ich dann sofort alles stehen und liegen lassen und das dann gleich umsetzen? Oder wie handhabe ich das? Ich denke, da ist auch wieder das Wort Gottes ein guter Richtstab dafür. Jemand hat mal so ein schönes Bild geprägt, dass so der Geist Gottes, der uns solche Eindrücke geben kann oder anderen Menschen, und das Wort Gottes wie so eine Eisenbahngleise sind, die parallel laufen. Und wenn es nicht zusammenpasst, dann ist irgendwas komisch. Oder jemand hat mal gesagt, hey, was ist, wenn Gott mir sagt, ich soll im Geschäft irgendwas stehlen? Dann passt es nicht, weil Gott widerspricht sich nicht selber. Yeah. Und er steht zu seinem Wort und er ist unveränderlich. Und denk da einfach, wenn wir mit ihm sind oder auch der innere Frieden, den Gott uns gibt, wenn da irgendwas komisch ist, wenn es nicht passt, dann glaube ich, ist es vielleicht mal dran, das auf die Wartebank zu legen oder vielleicht auch wegzutun. Aber gib's Gott hin, geh auch mit ihm ins Gespräch, mit diesem Eindruck. Gott sagt, wir sollen alles prüfen und das Gute behaltet. Und möchte auch vielleicht noch ergänzen, manchmal sind auch Dinge da, die fordern dich heraus und das ist vielleicht schwierig dann auch, ist es wirklich dran, weil jeder Glaubensschritt, wenn wir schon bei Schritten sind, der wird dich vielleicht auch was kosten oder der ist vielleicht auch mit so ein bisschen Angst und Mut verbunden, den du brauchst, um ihn zu tun. So die richtige Balance brauchen wir und die dürfen wir uns auch von Gott schenken lassen. Ja. Ja, so wertvoll, genau. Also da finde ich auch so gut zu sagen, einfach man prüft das auch, ne? Nicht nur gefällt es mir oder gefällt es mir nicht, das ist nicht die Prüfung, sondern wirklich ist es parallel mit dem, was Gott sagt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und gleichzeitig da, auch wenn ich mir nicht sicher bin, auch oder auch generell kann ich ja gut Leute einbeziehen, ne? Wenn ich christliche Gemeinschaft habe, ne? Einfach in der Kirche jemand, der vielleicht auch einen Schritt weiter ist oder in meiner Small Group einfach mal ein bisschen Rat einholen, wie seht ihr das? Weil da kann ich auch verhindern, dass ich mich selbst übers Ohr haue. Weil das merke ich manchmal höre ich gar nichts oder meine nicht zu hören, weil Gott ja schon alles gesagt hat, aber es gefällt mir nicht, was er gesagt hat. Ne? Also ich will das nicht, also höre ich doch mal hin, damit er was anderes sagt. Aber wenn Gott mir eine Sache gesagt hat, dann brauchen wir nichts anderes mehr sagen, ne? Weil ich weiß eigentlich, was zu tun ist, ich will es nur nicht tun. Und da ist ja auch genau das wieder gut zu sagen, hey, guck mal, jetzt geh halt erstmal den Schritt und dann im nächsten Schritt wird Gott dir das andere zeigen. Was ist... Je besser du Gott auch kennst und der redet, desto mehr weißt du auch, ist es von ihm oder nicht. Also wenn du eine gute Freundin zum Beispiel hast und jemand anderes sagt dir, die hat gesagt, dass du die Hinterletzte bist, dann weiß ich, dass sie das nicht gesagt hat, weil sie ist meine Freundin und ich kenne sie und sie würde sowas nie sagen. Und so ist es mit Gott auch, je besser wir ihn kennen, desto mehr können wir auch unterscheiden, kann es sein, dass er das wirklich gesagt hat oder nicht.
Ich möchte auch noch eins ergänzen, das ist mir noch eingefallen. Das haben wir bei dieser Serie Hearing the Voice of God, die wir, ich glaube 2019 war es, gehabt haben. Da ist dieser Satz gefallen, die Stimme Gottes schmeckt nach den Gaben des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit, diese ganzen Dinge, die wir in Galater 6 finden können. Ja, bin ich voll dabei. So gut. Manchmal erlebt man tatsächlich auch in christlichen Kreisen ja schräge Sachen. Ne? Ich habe von Leuten gehört, ja, Gott hat mir gesagt, ich soll meine Frau verlassen und die andere. Wo ich dann denke, na, ich glaube nicht, dass er das gesagt hat. Aber ja, solche Geschichten. Und von daher finde ich so gut zu sagen, okay, das prüft man, aber man streckt sich auch danach aus. Habt ihr vielleicht einen Tipp, wo ihr sagen würdet, hey, wenn jetzt jemand zuschaut und das hört und sagt, hey, ich ist vielleicht für mich ganz neu, dass Gott so persönlich redet. Ich kenne vielleicht Beten nur als ich rede ein vorformuliertes Gebet oder ich bete das Vater unser oder irgendetwas und überhaupt, dass Gott zu mir reden will, das ist neu für mich oder ich habe das noch nie erlebt. Habt ihr irgendwie einen konkreten Tipp, den er so einer Person mitgeben würde oder sagt, ich strecke mich ja danach aus, aber ich höre nichts? Sozusagen. 2-in-1 Fragen. Also ich denke, lad Gott einfach ein und bitte ihn, deine Ohren zu öffnen, dass er einfach zu dir spricht. Er sagt da, meine Schafe hören meine Stimme und sagt, hey Gott, bitte sprich zu mir, ganz konkret. Ja, oder vielleicht auch vor dem Bibellesen zum Beispiel, echt eben Gott nochmal zu bitten und dir bewusst zu machen, dass das eben das lebendige Wort ist und dass er durch das reden kann. Also dass wie so die Erwartungshaltung auch da ist. Und ich habe gerade gedacht, was auch voll helfen kann, ist wirklich so in einen Kreis zu begeben von anderen Menschen, zum Beispiel, dass man das in der Small Group übt, wo du merkst, du hast so einen sicheren Raum und du übst einfach mal. Also sprich, wir machen jetzt alle mal die Augen zu, wir bitten Gott, dass er zu uns spricht und stellen unsere Gedanken unter seinen Schutz und dann hören wir für eine Person zum Beispiel. Ja. Und dann sagen wir einfach, was gekommen ist. Und wenn nichts gekommen ist, ist nichts gekommen. Mir gefällt so das Bild von einem Wasserhahn, der draußen beim Haus angebracht ist, im Garten, der anfangs, ja, wenn man das im Frühling wieder aufdreht, das Wasser, dann kommt oft so erstmal nur Luft und dann kommt ein bisschen Luft und ein bisschen Dreck und Schmodder und irgendwann fließt das Wasser so raus. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild für das Hören, dass man einfach das trainiert und es sprudelt immer mehr. Und wenn du da einen geschützten Rahmen findest, wo du das ausprobieren kannst, ist es super gut, wo du dich einfach wohlfühlst und Fehler sind erlaubt. Und wenn man das eben in so einem Übungssetting macht, dann finde ich, ist es eine voll gute Chance, da einfach reinzukommen. Ja, so gut. Also kann ich nur zustimmen. Ich glaube, da einfach auch den Druck rauszunehmen. Jetzt muss ich mich hinsetzen, jetzt muss ich gleich hören und dann muss das genau alles richtig sein. Genau. Und auch zulassen. Manchmal ist es okay, wenn Gott nichts. Ich habe auch manchmal, ich bete und dann höre ich nichts. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich rede auch nicht pausenlos mit meiner Frau und ziehe nicht mit mir. Das wäre auch schrecklich. Sondern manchmal sind wir auch einfach ruhig miteinander. Und das ist auch okay. Ne, das ist nicht schräg, das ist nicht schlimm, da ist nicht unbedingt was falsch, sondern das darf auch sein. Und ich glaube, das Gleiche gilt mit Gott. Und gleichzeitig gibt es ja auch, vielleicht zum Abschluss so, habt ihr irgendwie auch lustige, kuriose Situationen mal erlebt, wo ihr gesagt habt, okay, da hat Gott irgendwie ganz witzig, ganz unerwartet, kurios zu mir gesprochen? Ja, gerade die Woche war es recht lustig, weil ich habe mich mit dem Fasten, war ich recht übermotiviert, habe mich einfach ein bisschen übernommen und habe dann gemerkt, dass es mir körperlich nicht gut geht, ich eigentlich nicht in der Lage bin, meine Kinder zu versorgen und wollte dann von Gott wissen, wie ich das anders machen kann. Und dann habe ich mich hingesetzt und meine Kinder waren halt so um mich rum und ich habe gesagt, ich muss jetzt mit Jesus reden, ich muss jetzt wissen, wie ich fasten kann. Und war dann ruhig und dann ist meine Zweijährige so um mich rumgerannt und die hatte so einen Eimer in der Hand und dann hat sie immer gerufen, ich habe eine Möhrensuppe, ich habe eine Möhrensuppe. Und ich habe zuerst gar nicht darauf reagiert, weil ich war ja am Beten und ich wollte hören, was Gott sagt, bis ich gecheckt habe, dass Gott gerade durch sie zu mir gesprochen hat und er mir gerade die Antwort gegeben hat, wie ich fasten darf. Und seitdem gibt es mittags und abends eine Möhren- oder Gemüsesuppe. Ja. Und das fand ich ziemlich lustig, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Sehr gut. Ja,
Ich habe eigentlich gestern Abend eine interessante Begegnung gehabt mit Gott, weil ich bin heimgekommen, habe mich abgehetzt, wieder diese 9-Uhr-Regelung, die wir bei uns zu Hause haben, habe ich wieder mal mords aufgeregt eigentlich innerlich. Und dann kam so ein Gedanke daher, der jedenfalls meiner Meinung nach von Gott war, wieso hast du eigentlich noch nie dafür gebetet, dass diese 9-Uhr-Regelung irgendwo geändert wird? Ja, das ist Gottes Reden, weil manchmal da regen wir uns über natürliche Dinge so auf und nehmen aber Gott gar nicht mit rein in die Sachen. Und das ist, glaube ich, einfach was, wo man so viele Dinge verändern kann, wo man so im Natürlichen, das ist blöd und das und keine Ahnung, aber dass man Gott in die Situation mit reinnimmt, das vergessen wir so oft. Ja. So gut, ja, weil er ist in allem drin, wie du es ja auch gesagt hast. Ne? Also so schön jede Situation mit Gott annehmen, im Gespräch mit ihm sein und dann erwarten, dass er überall reden kann. Also mir fiel jetzt noch eine Situation, wo ich es mal kurios erlebt habe, war, er hat durch einen, also ich war in einer großen Entscheidungsfindung sozusagen drin, gehe ich einen Schritt, gehe ich ihn nicht, der relativ große Auswirkungen hatte, auch welche, die ich nicht abschätzen konnte und die nicht nur mich betroffen haben. Und ich war hin und her an Gott und ja und nein und tun und also das eigentlich wusste ich schon ein bisschen die Richtung und dann komme ich raus aus einem Gebetsmeeting, wo intensiv gebetet wurde, ne? Aber wo ich immer noch nicht so die Klarheit hatte, und ich setze mich in mein Auto und fahre los und schalte das Autoradio an und es läuft irgendein Song im Radio, ich weiß nicht mehr welcher das war, aber in dem Moment war so klar, so diese ersten zwei Zeilen in dem Song, ich wusste, okay, das war jetzt Gott, der zu mir redet, durch diesen Radiosong, und ich wusste, okay, alles klar, das war jetzt die letzte Bestätigung, die ich gebraucht habe. Ne? Also in allem kann drin sein. Hey, so schön. Von daher einfach die Ermutigung für dich auch zu Hause, egal wo du jetzt sitzt, allein mit Leuten zusammen. Gott möchte dir begegnen. Vielleicht nimmst du heute Nachmittag, vielleicht sogar jetzt gleich im Anschluss oder heute Abend, wie auch immer, dir ein bisschen Zeit. Sagst, Gott, das möchte ich jetzt ausprobieren, das möchte ich jetzt praktisch machen, da möchte ich jetzt reingehen, ich möchte von dir hören, ich nehme mir die Zeit, die Ruhe, du darfst zu mir reden. Willst du mir was zeigen? Vielleicht auch, wenn du merkst, irgendwie, wie es Anina beschrieben hat, mein Kopf ist so voll, dann nimm vielleicht am Anfang auch einfach ein Stück Papier, schreib mal alles so auf, die ersten Minuten, was dir durch den Kopf geht, lass das einfach weg und dann knüllst du Papier zusammen und machst es auf die Seite und dann nimmst du ein neues Papier und sagst, Gott, und jetzt bin ich ready für dich, dass du erstmal so den Schnodder raus hast, ne? Und ready bist und dich einfach ausstreckst. Und wenn du nichts hörst, wie es Dave gesagt hat, ne? Meine Schafe hören meine Stimme, das ist ein Weg, streck dich nach ihm aus. Hey, ich fände es cool, wenn ihr zum Abschluss einfach noch für Menschen daheim beten würdet und sie segnen wirklich mit Gehör für das, was Gott für sie hat. Ja, Jesus, wir wollen dir jeden einzelnen Hörer, jeden einzelnen Zuseher bringen und Herr, wir wollen dich bitten, dass du geistliche Augen öffnest, dass du geistliche Ohren öffnest, dass wir wirklich empfangsbereit sind. Und Herr, ich möchte auch lösen, dass du jedem Einzelnen wirklich eine Lust schenkst an deinem Wort, dass wir dich suchen, dass wir dir begegnen, und hilf uns, Vater, dass wir dich persönlich suchen, dich, den Geber der Gaben und nicht die Gaben, in deinem kostbaren Namen, Jesus. Amen. Und Papa, ich danke dir auch, dass du einfach ein Gott von Beziehung bist, dass du dich danach sehnst, mit uns zu reden, und dass wir einfach Raum schaffen dürfen für dich und dass du gerne sprichst. Und ich danke dir, dass du einfach auch Dinge, die vielleicht ja so unser Gehör verstopfen, wo wir zu beschäftigt sind, wo wir vielleicht Schuld haben, wo wir falsche Vorstellungen haben, da bete ich, dass du es aufdeckst, Herr, und dass du das reinigst und dass du diese Wege, diese Kanäle, diese geistlichen Sinne einfach wieder schärfst, sodass wir wirklich empfangen und hören dürfen von dir. Und ich bete, dass du ja auch Lügen brichst, wo Menschen glauben, dass du zu ihnen nicht redest, dass du zu allen anderen sprichst, aber nicht zu ihnen. Und das breche ich jetzt in Jesu Namen, und ich spreche nochmal aus, dass Gottes Schafe seine Stimme hören. Und ich spreche aus, dass du der gute Hirte bist und dass du Gutes für uns im Sinn hast. Und ich segne uns alle mit dem Geist der Unterscheidung, dass wir unterscheiden können, wessen Stimme wir gerade hören. Und dass wir Dinge, die nicht von dir kommen, wegschicken in deinem Namen, Jesus, und nur das Gute empfangen und behalten, was du gesprochen hast. Und ich danke dir, dass diese Samen, die du säst mit deinem Wort, dass sie aufgehen werden in uns und dass sie Frucht bringen.
Und dein Reich gebaut wird dadurch, in Jesu Namen. Amen. Hey, vielen Dank für eure Gedanken mit reinnehmen in dieses Thema. Und ja, wir haben jetzt diesen Song wieder, den wir letzte Woche schon gespielt haben, Make Room. Und deswegen nimm dir doch einfach die nächsten 5-6 Minuten von dem Song einfach auch genau dafür, Raum zu machen und zu hören, was möchte Gott vielleicht zu dir sagen, oder kannst anfangen, ihm dein Herz auch da auszudrücken.